Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video zum Thema Frage-Antwort. Ihr stellt Fragen, ich antworte. Diese Woche war bei uns viel los. Und zwar, wir haben einen coolen Auftrag von Robert bekommen zum Thema Davina bekommt ein neues Auto. Dann haben wir einen coolen Porsche GT3 RS leicht umgebaut, also Kleinigkeiten angefertigt, auf Maß. Was haben wir noch gemacht diese Woche? Den Navara. Den Nissan Navara. Problem ist, ich bin sehr, sehr traurig, weil wir haben Aufnahmen gemacht mit einem Mikrofon, was wir gerade gekauft haben. Hat keiner gesehen. Ohne Kaffee läuft hier gar nichts. Auf jeden Fall. Nissan Navara. Ich habe mir vorgenommen, für euch ein Auto, also ein Projekt von A bis Z aufzunehmen. Also ein Video technisch. Aber wir hatten ein neues Mikrofon. Wir hatten das Ding da in die Kamera reingesteckt. Und jetzt haben wir alle Videos ohne Ton. Problem ist, ja, die Zeichnungen, die Idee und das Scannen könnte ich noch nachfilmen. Aber diesen Prototypbau nicht mehr, weil der ist ja abgeschlossen. Und das finde ich kacke. Nicht gut. Ich bin so ein bisschen sauer. Ja, deswegen. Ja, eigentlich kann da keiner von uns was dafür, weil wir da jetzt keine typischen Media-Leute sind, sondern einfach der Oli hat sich die Kamera zu Herzen genommen und ja, probieren wir neue Sachen aus. Ne? So sieht's aus. Genau. Olli, sag mal neue Farbe. Olli, sag mal die erste Frage. So. Könnt ihr auch Teile für bezahlbare Autos machen oder sind die Herstellungskosten zu hoch? Die Teile müssen ja auch nicht aus Carbon sein. Ja, können wir machen. Werden wir auch machen. Ja. Dazu hat mich eine gewisse Person überredet. Ja. Der kommt aus Dortmund und heißt JP. Also, falls was Cooles für eure Fahrzeugmodelle rauskommt, bedankt euch bei JP. Er hat mich überredet, ich sag mal, Golfklasse-Fahrzeuge in Angriff zu nehmen. Das werde ich machen. Die Entwicklungskosten sind gleich. Ob ich ein Ferrari oder Rolls-Royce umbaue oder ein Golf oder Polo oder ein Opel Insignia zum Beispiel. Ja? Also das Scannen kostet gleich, Zeichnen ist gleich. Fräsen ist gleich, ob Spoiler für einen Opel oder für einen Ferrari ist gleich. Produktion, Spoiler ist gleich. Die Frage ist hier, wie viel verkaufe ich von Ferrari, wie viel verkaufe ich für so einen Golf oder einen Opel oder was auch immer. Für die kleinen Fahrzeuge verkaufe ich natürlich viel mehr, deswegen können die ein bisschen günstiger sein. Ja, für die großen, ja, ich sag mal Ferrari und Co., verkaufen wir nicht so viele. Ja, deswegen mussten wir die ganzen Umkosten, was wir haben oder hatten, auf die Stückzahl, die wir machen, umrechnen. Ja, deswegen, wir werden dieses Jahr auf jeden Fall coole Autos machen. Ja, auf jeden Fall den Golf 7. Ja, ich finde das Auto cool. Wir hatten auch in der Firma als Firmenwagen Golf 7, aber irgendwie haben wir es nicht geschafft. Und dann haben wir das Auto verkauft und ja, haben nicht geschafft zu bauen. Aber ich werde jetzt einen Golf 7 kaufen und den schön umbauen. Versprochen. Okay, nächste Frage. Kann man die Caps auch bei euch direkt kaufen kommen? Wohne ja direkt in der Stadt. Ja. Also, wir haben hier unten Verkauf. Wir verkaufen bei uns im Laden alles Mögliche. Ja. Wir verkaufen nicht nur Priorse-Produkte, sondern wir haben auch Felgen von Borbert, von Keskin, wir haben H&R, Federn, Fahrwerke, Distanzscheiben, also wirklich die volle Produktpalette haben wir auch. Also im Prinzip alles, was der Kunde will, bekommt er auch bei uns. Ja. Wir folieren bei uns im Haus, wir haben eigene Folierer und ich sag mal, Preis-Leistung ist sehr gut und wir nehmen so Durchschnittspreise, also das sind ganz normale Standardpreise, die wir nehmen, wie jeder andere Folierer auch. Wir haben 2 Jahre einen Folierer gesucht, jetzt haben wir einen guten und ja, die Arbeit lässt sich sehen. Okay.
Mich würde interessieren, ob du das Coupé von Bentley schon mal testen konntest. Optisch gefällt es mir besser als der Rolls-Royce, weil er sportlicher und dynamischer wirkt. Da gebe ich dir 100% recht. Das Auto ist viel, viel schöner und viel moderner. Gefahren bin ich denn noch nicht, aber ich mach's. Ich ruf mal hier bei Moll in Düsseldorf an und gucken, ob die mir so ein Gerät für einen Tag ausleihen oder zwei. Aber ich persönlich finde das Auto trotzdem cooler als Rolls-Royce, optisch. Habt ihr schon mal was für ein W212 E-Klasse Facelift gemacht? Liebe Grüße vom Bodensee. Vom Bodensee. Schön. Ich war da früher mit meiner Firma NTC, früher heißt die NTC, war ich sehr oft auf der Messe Tuning World Bodensee als Aussteller. Sehr schöne Gegend. 212er Facelift, ja. Das sind so Autos, die wir auch dieses Jahr in Angriff nehmen wollen. Ja, also so C63 oder allgemein C-Klasse, 205er, E-Klasse Facelift und so weiter. Also das werden wir definitiv was Schönes zaubern für diese Fahrzeugklasse. Wäre echt schön, wenn es mehr im Shop geben würde, zum Beispiel T-Shirts, Poloshirts, würde mich mega freuen. Ja, machen wir. Also auf jeden Fall, wir haben jetzt jemanden eingestellt, ab dem 1.2., der sich quasi mit Klamotten sehr, sehr, sehr viel beschäftigen wird. Und ja, da kommt sehr, 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 sehr viel. Wir haben, also ich habe jetzt jemanden aus der Schweiz kontaktiert. Das ist ein kleiner Designer, klein nicht, aber Designer, der für uns ein T-Shirt macht. Ne? Und auf jeden Fall, wir werden diese T-Shirts nicht unbegrenzt machen, sondern mein Plan oder meine Idee, ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr hier was kommentieren zu dem Thema. Mein Plan ist zum Beispiel so ein T-Shirt, ne? Nur 200 Mal fertig zu machen, ja? Und zu produzieren und nur 200 Stück zu verkaufen. Damit nicht jeder in gleichen Klamotten rumläuft. Das ist meine Idee. Also alles wirklich so limitiert auf wirklich nicht so viele T-Shirts und deswegen ist das, glaube ich, auch sehr schön, dass man etwas hat, was nicht so viele haben. Was ich noch, ja, ich habe einen Plan. Ich habe eine richtig gute Idee. Jetzt bin ich so ein bisschen hier. Die Sonne ist besser. Wieder gute Laune. Der Belzer hat wieder gute Laune. Und wenn der Belzer gute Laune hat, heißt schon was. Guckt mal. Ich habe einen Deal an alle da draußen. Ich habe am 15. Mai, ne, 15. Mai, Geburtstag und werde 45 Jahre alt. Und meine Firma wird 20 Jahre alt. Das ist ein Grund zum Feiern. Und jetzt habe ich mir gerade überlegt, ich werde 100 limitierte T-Shirts von einem Designer aus der Schweiz produzieren und die an meinem Geburtstag unter allen Abonnenten verlosen. Da machen wir sowas Ähnliches, so ein Video wie mit dem Nissan GT-R Modellauto. Es werden da 100 Designer-T-Shirts verlost, die man nicht kaufen kann. Deswegen, was ich mir wünsche zum Geburtstag von euch allen, wirklich, vielleicht könnt ihr mir das wirklich erfüllen. Ja, ich würde gerne von YouTube einen kleinen silbernen Johnny bekommen. Hier, wie heißen die? Playbutton. Playbutton Johnny. Ja, also hier auf meiner Wand in meinem Büro. Das sind so, man muss sich im Leben so ganz hohe Ziele setzen, um wirklich sich den Arsch aufzureißen, um die zu erreichen. Also ich würde mich wirklich sehr, 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 sehr freuen, wenn ich am 15. Mai 100.000 Abonnenten hätte. Ich weiß, also bitte nur klicken, wenn ihr auch wirklich mich gucken möchtet. Ja, ich glaube, das wäre ein guter Deal, oder was hältst du davon? Doch, schon ein guter Deal. Ja, können wir mal ausprobieren, ob es klappt. Ihr schenkt mir was, ich schenke euch was. Jeder ist glücklich. Nicht jeder von euch, weil das sind nur wirklich 100 T-Shirts, die wir verschenken werden. Aber ich finde, das ist, glaube ich, eine coole Idee. Ne? Mal schauen, was passiert. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ja, also 15. Mai, 100.000 Abonnenten, 100 T-Shirts.
da machen wir, das ist eigentlich eine große Feier, könnte man mal draus machen. Apropos Feier, was ist mit unserem Saison-Opening? Müssen wir auch wieder planen. Haben wir noch nicht, ne? Der Olli, alles musst du schon selber machen. Nein, wir werden in Kürze ein Datum veröffentlichen, wann wir bei uns hier im Laden Saisoneröffnung machen. Nächste Frage. Wie sieht es aus mit Breitbauten für ältere Autos, zum Beispiel Golf 3, E30 oder 190er? Da hat jemand wirklich genau das getroffen, was mir am Herzen liegt. Ja, und zwar Mercedes 190. Mein Traumauto. Ich mag auch die älteren Autos. Mein Sohn, der wird nächstes Jahr 17 und kann im Prinzip schon Auto fahren. Und wir werden in Kürze ein Video machen, was für ein Auto wir für ihn suchen. Ich glaube, das wird so E36, E46, vielleicht Golf 2, Golf ja, 7 ist ein bisschen teuer. Ich weiß, viele werden jetzt sagen, Papa fährt ein Rolls-Royce oder Sohn, der hat kein Golf 7. Nein, bei mir funktioniert das, bei meinen Kindern funktioniert das so, wie damals bei mir. Mein Sohn möchte sich, weiß nicht, Special-Schuhe kaufen vom XY, ja, von der Marke. Die sind teuer, 200-300 €. Sage ich, ist kein Problem, die Hälfte du, die Hälfte ich. Ja, das heißt, er bekommt quasi, wenn er Schuhe für 100 € sich kaufen möchte, bekommt 50 von mir und 50 muss er sich erarbeiten oder ersparen. Also, das Geld wächst nicht auf den Bäumen. Deswegen auch kein Golf 7. Ne? Ich glaube, das wird eine ja, Mercedes 190er oder vielleicht so alte 6er Coupé. Auch schönes Auto. Ja, ne? Geil. Mhm. Wir finden auf jeden Fall irgendwas Cooles für ihn. Was, weiß ich nicht, ja, der hat schon ein paar Gespräche auch mit dem JP gehabt und so weiter, was er sich kaufen soll und so weiter, ne? Manchmal wollen die Kinder nicht auf die Väter hören, sondern auf die anderen. Quatsch, jetzt nicht. So, auf jeden Fall, ältere Autos, ja, machen wir. Machen was Cooles, lasst euch überraschen. Wir sind dieses Jahr auch am Wörthersee, ja, und werden vielleicht da was Krasses präsentieren. Ne, irgendwie verraten wir noch nicht. Wir sind auf jeden Fall dieses Jahr am Wörthersee. Wir haben so einen Gemeinschaftsstand mit Borbert, Akrapovic, H&R, wir, Reifen.com, glaube ich. Ja, also so eine kleine Gemeinschaftsgruppe und es ist immer lustig da. Nächste Frage. Porsche Taycan Whitebody. Ja, kommt. Kommt. Ich muss nächste Woche das Auto noch fahren und dann entscheide ich, ob wir uns so ein Auto zulegen oder nicht. Ja, ich kaufe nie ein Auto, was ich nie gefahren habe. Das mache ich nicht mehr, weil ich war sehr oft nachher enttäuscht. Ich habe ein Auto gekauft, ohne den vorher gefahren zu haben und der war doch nichts. So sieht's aus. Nächste Frage. Okay. Andreas, bitte verpasse ihn einmal. Nochmal. Ich verpasse ihn mal, ja. Vorletzte Frage. Andreas, bitte verpass ihm eine Hammer-Frontschürze und einen geilen Heckdiffusor. Der Taycan ist genau dein Ding. Hoffe dann mal in Monaco. Cool. Ist da jemand aus Monaco? Denke ich mal. So, auf jeden Fall, ja, das mache ich sowieso. Was ich bei dem Taycan nicht schön finde, dass er die Frontschürze, die Lufterlässe so sehr zusammen hat. Weißt du, was ich meine? Ist jetzt schwer, wenn man den nicht gesehen hat. Das sind also Lufterlässe und die sind sehr... sehr, sehr eng zusammen. Okay. Quasi das Auto so breit und dann sind die Luftlässe sehr eng. Und zwar, guck mal, das meine ich ja. Siehst du das? Kannst du das jetzt sehen? Ja. Ja. Da hat quasi, das Weiße ist die Stoßstange, die Hauptstoßstange. Und das Schwarze sind eigentlich die Luftlässe, aber die sind sehr, sehr, sehr innen. Ja. Also ich finde, so ein Porsche, vor allem Porsche, muss solche Lufterlässe haben. Das Ding muss ein Monster sein, ja, wie so ein GT3 RS und so weiter. Ja, das finde ich schön. Auch die alten Turbos, die hatten alle so große Lufterlässe, ne? Das ist so meins. Machen wir definitiv. Ja, wir zeichnen was und dann werdet ihr uns begleiten an diesem Projekt. Erzähl doch mal mehr von deinem Unternehmen. Verkaufst du die Autos direkt, die du umbaust? In welchen Ländern werden deine Teile, Autos gekauft? Also Teile und Autos. Mhm. Also Teile weltweit. Wir haben ein Händlernetzwerk, das weltweit
verbreitet ist. Stark ist USA und China. Ja. Autos werden auch weltweit verkauft. Also ich habe schon Autos nach Iran verkauft, nach Dubai, nach Monaco, überall. Also wirklich, die gehen überall, die Autos. Was ich schade finde, dass ich meine Autos zu 95% nie wiedersehen werde. Ja? Also es ist selten, dass man wirklich ein Kunde oder ein Freund hier was kauft, dass er Autos wiedersehen kann. Es ist selten. Gibt es, aber es gibt selten. Wir haben eine Bestellung letztes Jahr gehabt, das ging nach Martinique. Ja, das ist eine Insel in nirgendwo. Ja, wir haben selber gegoogelt und zwar, ich muss euch das zeigen, wirklich. Das ist da. Und das hat wirklich keinen Spaß. Eine Straße. Das sind solche Inseln. Ich frage mich, gibt es da Autos? Ja, das ist. Wir haben selber gegoogelt, wo das ist. Das ist wirklich. Ich frage mich, wie kommen die Leute auf so eine Mini-Insel da ein Auto umbauen? Also, das sieht. Ich frage mich, haben die überhaupt eine Werkstatt da? Letzte Frage. Herr Andreas, was war hier dein größtes Traumauto? Was mein Traumauto war oder ist? War. Ferrari 458 Italia. Ja? Ich habe mir das Auto wirklich gekauft und einen Umbau gemacht. Es hat sich sehr gut verkauft, wirklich. In den USA sehr, 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 sehr gut. Und in Europa auch. Und das war ein Auto, wo ich wirklich emotional wirklich sehr, sehr zufrieden war. Das zweitbeste Auto, nein, eigentlich habe ich zwei beste Autos gehabt. Und das zweite, also einmal der Ferrari, Platz 1, und der McLaren 570S, den ich hatte. Warum? Weil der Ferrari war emotional, also von Auspuff her, sehr, sehr krass. Ja, und vom Fahren her war der auch richtig schön. Aber der McLaren, der war sehr leise. Die neuen McLarens, die sind nicht so laut wie die alten. Aber dafür fährt sich ein McLaren wie ein Golf. Unglaublich einfach, wirklich. Da kann man mit dem McLaren, bin ich 335 gefahren, das ist kein Spaß, und habe mich total sicher in der Bahn gefühlt. Also das Auto, je schneller du fährst, desto mehr klebt das Ding an der Straße. Wirklich. Also da war der Ferrari bei hohen Geschwindigkeiten nicht so stabil. Da war der McLaren sehr, sehr, sehr schönes Auto. Ich habe mir das damals als Ziel vorgenommen, einen Ferrari vor meinem 40. Geburtstag umzubauen. Ne? Oder zuzulegen, hier als Firma. Und ja, ich habe es geschafft. Eine kurze Geschichte, erzähle ich euch noch was. Mein Luxusurlaub, und zwar, ich bin mit einem supergeilen Fiesta Baujahr 92 dahin gefahren. Und dann habe ich gesehen, okay, das ist nicht weit von Monaco. Ich würde mir gerne Monaco angucken, wie die Reichen leben. Genau so war es auch. Ich bin dahin gefahren, da hat, das ist kein Spaß, eine Kugel Eis 7 D-Mark gekostet. 3,50 Euro. Da waren noch D-Mark-Zeiten. Und ich habe es nicht gekauft, weil es mir zu teuer war. Weil ich damals nicht die Kohle hatte. Aber ich saß abends an der Treppe, da an der Hotel de Paris ist so eine Treppe, saß ich abends da und habe mir die ganzen Ferraris, Lamborghinis, Rolls Royce und Co. wirklich solche krassen Autos angeguckt und habe mir gesagt, Belzec, das schaffst du auch. Da habe ich noch keine Firma gehabt, da war ich direkt nach der Ausbildung und war mehr oder weniger blank. Ja, das war meine Geschichte.
Und was ich auch schade finde, da muss ich auch noch sagen, bei dem Gewinnspiel vom GTR, ja, das Gewinnspielvideo vom GTR, was wir gemacht haben, da haben wirklich sehr viele Leute geschrieben, ach, das Auto werde ich mir niemals leisten können oder ach, das ist ein Traum, was ich niemals erreichen werde und so weiter. Finde ich schade, Männer und Mädels, weil setzt euch einfach Ziele, die viel, viel, viel höher sind, ja, als wenn ihr sagt, okay, ich kann die reichen hier, was ich 1000 Euro verdiene, ist wirklich nicht schwer, ja, wenn man da wirklich einen Monat Vollgas gibt. Aber wenn ich sage, verdiene mal 100.000 Euro im Monat, das ist eigentlich unvorstellbar, aber irgendwann machbar. Habt immer ein Ziel vor Augen und hört nie, nie nach links und nach rechts. Da ist mein Ziel, bitteschön, ja, fertig, weil es werden natürlich Leute auch kommen und gehen, die euch im Leben begleiten und die sagen, ah, das schaffst du nicht, das ist nicht machbar. Wer hätte gedacht, ich würde mir irgendwann einen Ferrari kaufen. Das ist eigentlich unvorstellbar. Ich komme ja nicht aus einer reichen Familie oder so. Ich habe mir alles selber erarbeitet. Diese Ziele, die ich mir gesetzt habe, früher haben wir uns genannt NRW Tuning Center. Ja, und habe gedacht, ich bin der Größte. Ja, hier, ich habe eine Monster-Weltmarke. Und ich habe gedacht, NRW ist schon krass. Und ich dachte, ich werde der Größte. Ja, wo ich das erreicht habe, quasi das Deutschland, Österreich, also die ganzen Holland, Belgien bei uns die Teile gekauft haben und das lief sehr, sehr, sehr gut, habe ich mir als Ziel vorgenommen, die Welt zu erobern. Ja, dazu bräuchte ich eine Marke. So kamen wir auf Prior Design und haben das wirklich weltweit verstreut. Ja, also wir haben Händler USA, Australien, China, Polen, Rumänien, Schweiz, Österreich, Spanien, überall. Wirklich, wirklich fast überall. Ne? Wenn wir da keine Händler haben, dann liefern wir selber. Aber wir verkaufen weltweit, wirklich absolut weltweit. Wenn ich auf der SEMA Show zum Beispiel durch die Gegend laufe, finde ich sehr, sehr, sehr viele Fahrzeuge von uns. Wenn ich hier in LA durch die Gegend fahre, sehe ich auch wirklich auf der Straße Autos von mir. Und das macht mich unglaublich stolz, ja, dass ich, der kleine Belzer hier aus Kaplinfort, das erreicht habe, dass auch die Superstars mit meinen Umbauten fahren. Ne? Ja, ich bin auch ganz stolz, dass ich die Familie Geiss kennengelernt habe. Die Familie ist wirklich, wirklich krass. Nein, wie sagt man das? Die Familie ist, ja, wie kann ich die nennen? Die Familie hat so ein Herz, wirklich. Ich finde das wirklich, wirklich unglaublich, wie nett die sind. Ja, mich haben auch viele angeschrieben, so oder so oder so, sind die nett, sind die nicht nett, weil die kann man schwer einschätzen. Die sind wirklich sehr nett, ja, wirklich. Wie Robert, so kam auf die Kinder, wirklich sehr herzlich, egal wann ich da bin, die kümmern sich um mich und so weiter, also wirklich, die lassen mich nicht irgendwie, ach, das ist ja der kleine Belzec, wie auch immer, ne? Also die behandelt mich wirklich wie einen Freund, ja, und das finde ich sehr schön. So, das war's hier von mir zum Thema Frage-Antwort-Video und ja, ich hoffe, ihr habt euch das, manche Sachen, die ich hier gesagt habe, zu Herzen genommen. Die Stühle sind kacke. So, das war's hier von meinem Video, das war's hier von mir heute zum Thema Frage-Antwort-Video. Ich hoffe, ihr nehmt euch ein paar Sachen zu Herzen, was ich gesagt habe. Und ich hoffe, meine Antworten haben euch auch gefallen. Und ja, ich setze Deadline auf 15.05.2020. So, das war's von mir. Vielen Dank. Bis nächstes Mal. Ciao.